Einer der Aspekte von Fasten ist, eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala nachzuahmen. Nämlich die Samadiyya, Allahu Samad. Lesen wir in die Sura Qul Huwallahu Ahad, in die Sura Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Und das heißt, dass er in die Erklärung, eine der Erklärungen, dass er keine Nahrung zu sich nimmt. Und das Fasten ist denn eine, schenkt uns eine Möglichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala für eine Weile nachzuahmen. Diese Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala für eine Weile nachzuahmen. Und in einer zweiten Stufe die Malaike, die Engel nachzuahmen. Die nehmen auch zu sich keine Nahrung. Und die Malaike, die Engel, die sind geschützt vor Sünden. Und wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass eben das Fasten, um keine Nahrung zu nehmen, schwächt den Körper so, dass man geschützt wird vor Sünden, in Sünden zu fallen. Und das schenkt uns eben das Fasten, dass wir für eine Weile mindestens die Malaika, die Engel auch, Engel nachzuahmen. Und das heißt, dass der Mensch ist in einer Stufe höher als die anderen Tiere. Der Mensch ist ein sprechendes Tier, sagt man, wenn man den Mensch definiert. Aber wir sagen, der Mensch ist ein sprechendes Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, ist ein geehrtes Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, den Allah subhanahu wa ta'ala durch den Geist geehrt hat. Tatsächlich durch den Geist und das Licht des Geistes und der Vernunft hat Allah subhanahu wa ta'ala den Mensch geehrt, aber er bleibt noch immer dadurch, dass seine Gelüste und Triebe ihn immer wieder überwältigen, bleibt er unter der Stufe der Malaika, der Engel. Und es bleibt ihm diese Art von Mujahada, von Kampf gegen diese Gelüste und diese Triebe, die einem immer wieder zu der anderen Stufe ziehen, dass der Mensch etwas runterrutscht von seiner Stufe, die Allah subhanahu wa ta'ala für ihn will, oder diese zu bekämpfen, dass man hochsteigt und anstrebt, die Stufe von Malaika zu erreichen. Kann man die Stufe von Malaika erreichen für Menschen? Ist das möglich? Für eine Weile? Warum nicht? Iblis ist ein Djinn und hat mit den Malaika gebetet, richtig? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist gestiegen, hat eine Himmelreise, bei der Allah subhanahu wa ta'ala ihm ermöglicht hat, weiterzugehen als der Engel Jibril alaihi salam. Jibril, der Engel der Offenbarung, ist gestoppt, aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde nicht gestoppt. Kann. Natürlich, diese Gaben gibt es Gaben, die für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spezifisch sind, aber das anzustreben, diesem Vorbild von uns, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und die Malaika, ihren Eigenschaften anzustreben, dass man eine Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala erreicht, ist was Gutes und ist was Wichtiges. Wenn man versucht, seine Triebe und seine Gelüste unter Kontrolle zu bringen, dann kann man immer wieder steigen und immer Allah subhanahu wa ta'ala näher und näher kommen. Und wer die Malaika, die Engel als Vorbild nimmt und sie versucht nachzuahmen, wird von Allah subhanahu wa ta'ala nahegebracht. Allah bringt ihn näher. So wie sie nah sind, Allah bringt ihn näher. Und die Nähe ist nicht eine Nähe von Ort, sondern eine Nähe von Eigenschaften. Eine Nähe von Handlungen. Dadurch haben wir kommen wir zu
einem Schlusspunkt und beenden wir das mit einem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt: Innama as-sawmu amanah, falyahfaz ahadukum amanatah. Dieser Hadith ist schwerwiegend, richtig? Innama as-sawmu amanah, falyahfaz ahadukum amanatah. Wahrlich, das Fasten ist eine Amana, ein vertrautes Gutes. Allah hat dich, wir haben vor Ramadan Dua gemacht, oh Allah, lass uns Ramadan erleben. Jetzt schenkt dir Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich, dass du Ramadan erlebst. Und gibt dir eine Amana, Amana von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, bestätigt, das ist eine Amana. So soll jeder, das Fasten ist wahrlich eine Amana, ein anvertrautes Gutes von Allah. So, jeder von euch soll seine Amana schützen. Seine Amana, auf seine Amana achten. فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ أَمَانَتَهُ. Wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das Vers إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا gelesen hat, Allah, frei übersetzt, Allah beauftragt euch, befehlt euch, die Amana abzugeben zu ihren Besitzer. Okay? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seine Hand auf sein Gehör und auf seine Augen gelegt. Sind Amana. Bestätigt für uns dieser Fasten, den wir gesprochen haben, dass das Fasten, dass wir unser Körper zum Fasten bringen. Dass das Fasten viel mehr heißt, als nicht essen, nichts trinken. Jeder Körperteil ist bei dir Amana. Rasulullah liest das Vers und gibt die Hand auf das Gehör und auf die Augen und zeigt, sind deine Körperteile sind Amana. Pass auf sie. Achte darauf, dass sie dafür verwendet werden, für das, was sie erschaffen sind. Schütze dein Gehör, schütze deine Augen, schütze deine Hand, schütze deinen Körper, schütze jede Zelle von dir. Alles ist eine Amana bei dir. Allah hat das dir für eine kurze Zeit ausgeliehen, gegeben als Amana. Achte darauf. Es ist kein Besitz für dich. Und das erklärt, warum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns sagt, wenn jemand dich bekämpft, während du fastet, wenn jemand einen bekämpft, während man fastet, soll man sagen, inni sa'im, ich faste. Ich faste. Ich faste mit meiner Zunge. Meine Zunge fastet auch. Soll er sagen, inni sa'im. Meine Zunge ist im Zustand von Fasten. Ist geschützt. Ist in Schutz vor Sünden. Ist in Schutz vor Beschimpfen und vor tiefer Gerede. Wie könnte ich, wenn jemand in einem beschimpft oder bekämpft, sagt man inni sa'im, ich faste. Meine Zunge wird nicht verwendet, dir zu antworten, dir Antwort zu geben. Meine Zunge ist womit was anderes beschäftigt. Wir haben damit entdeckt oder gesehen, dass jede Handlung, jedes Gottesdienst hat ein Außen. Seite, eine Außenschale und hat einen Kern, ein Herz, eine Substanz innen,
eine innere Substanz. Und die Schale kann ab und zu mehrere Schichten haben, richtig? So, jeder von euch und von uns ist frei, wo man mit seinem Fasten bleibt. Ob bei der äußeren Schale oder schält man einige Stufen von Schalen oder hat man ein Anstreben, zum Kern zu kommen, zum Süßen zu kommen, zum Testen und Kosten zu kommen und zum Herz des Gottesdienstes zu kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, zum Kern zu kommen. Um das noch möglicher zu machen, lese ich mit euch nur kurz, ich sehe, dass die Jungs nervös sind und zeigen mir, wie viel ich Zeit noch habe. Aber ich bin gleich fertig. Nur, ich will nur Tipps von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geben, die uns helfen, zum Kern zu kommen. Okay? Deswegen lese ich ein paar Hadithe, kurze Hadithe von Imam von Sahih Muslim. Wer von euch schaut das, den Unterricht vom Montag? Okay, ich dachte, ich sage das Hadith nicht, weil wir haben schon gesagt, aber einige schauen das nicht. Gut. Kurz zusammengefasst, Abu Huraira radiallahu anhu sagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah, der Erhabene, sagt, jede Handlung eines Menschen ist für sich, ist für ihn. Außer dem Fasten. Das ist für mich und ich belohne dafür. Also Allah subhanahu wa ta'ala schließt das Fasten aus allen anderen Handlungen und schreibt sich das zu. Er das Fasten, indem er sich das Fasten zuschreibt. So wenn wir sagen, dass die Moschee ist Allahs Haus. Und das Fasten, sagt Allah, das Fasten ist für mich. Und ich belohne dafür. Er lasst die Belohnung auch geheim. Gibt uns keine Details über die Belohnung. Warum? Wir sind nicht fähig, das zu begreifen. Die Belohnung ist so in einem großen Ausmaß, so überwältigend, dass Allah subhanahu wa ta'ala Geheimnis bei sich lässt. Das können wir nicht verkraften. Das Fasten ist ein Schutz. Schutz vor Sünden. Schutz vor Nafs. Wenn einer von euch fastet, so darf er an diesem Tag weder etwas Schlechtes sagen, noch laut werden. Also keine sinnlose Gerede und nicht beschimpfen und nicht schimpfen, nicht laut werden. Und wenn jemand ihn beschimpft oder angreift, soll er sagen, ich faste. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand Mohammeds Seele ist, dass der Mundgeruch des Fastenden bei Allah am Tag der Auferstehung besser duften wird als Moschusduft. Wie Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sache so schön macht. Und Rasulullah sallam, wie Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Hadith Qudsi. Und Teil ist Hadith Qudsi und Teil ist Hadith. Und so eine Süße, spürt ihr die Süße? Das alles ist für ihn, außer das Fasten ist für mich. Und ich belohne dafür. Und dann geht auf Kleinigkeiten, die einem vielleicht stören vom Fasten, das Mundgeruch, macht uns aufmerksam, es macht dir nichts. Soll dich nicht traurig machen, soll dich nicht beschäftigen. Beschäftige dich nicht mit deinem Mundgeruch, wenn du fastest. Dieser Geruch ist für mich, ich liebe diesen Geruch. Allah sagt dir, ich liebe diesen Geruch.
Und das ist für mich noch wohlduftender, wohlriechender als das, der Moschusduft. Und für den Fastenden gibt es zwei Freuden, die er genießt. Wenn er sein Fasten bricht, freut er sich über sein Fasten, über sein Fastenbrechen. Und wenn er seinen Herrn trifft, freut er sich über sein Fasten. Zum Fastenbrechen, Zeit jeden Tag, freut er sich über seine Mahlzeit, über sein Fastenbrechen. Man nimmt eine Dattel und sagt, oh, wie gut ist das. Nachdem man einige Stunden nichts gegessen hat und man nimmt einen Schluck Wasser oder eine Dattel, ach, die schmeckt so gut. Wenn wir außerhalb von Ramadan und Essen immer wieder Datteln, hat die Dattel nicht so viel Geschmack. So wie wenn nach einem fastenden Tag, nach einem Tag, nachdem man gefastet hat und nimmt man eine Dattel im Mund, das schmeckt ganz besonders. Richtig? Merkt ihr das? Oder ein Schluck Wasser. Es gibt Leben im ganzen Körper, in alle Teile des Körpers. Man spürt das ganz anderes. Wobei man genießt das eigentlich außerhalb von Ramadan und man vergisst, Alhamdulillah, zu sagen, so wie es gehört. Aber im Ramadan, zum Fastenbrechen, wenn man einen Schluck Wasser nimmt, sagt man, Alhamdulillah. Man spürt, dass jede Zelle sagt, Alhamdulillah. Und eigentlich sollten wir so sein, in jedem Zustand. Wenn wir einen Schluck Wasser nehmen, sollten wir Alhamdulillah sagen, dass jede Zelle in uns Alhamdulillah sagt. Es ist jedes Jahr am Beginn von Ramadan, haben wir eine Debatte und eine Diskussion, wie ist das Beginn vom Fasten. Natürlich, das, wie ist das Beginn? Ich schließe mich das, was Sheikh Mahmoud gestern gesagt hat, Hadith und Koran sind nicht Quelle, dass wir die Rechtsurteile nehmen, sondern sind Beweise, tatsächlich Quelle für die Rechtsgelehrte, dass sie ihre Beweise daher rausnehmen. Aber nicht für uns, dass wir daraus dann Rechtsurteile nehmen. Nur, ich wollte nur ein Hadith da von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich sagen. Und zwar, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah segne ihm und schenke ihm Frieden, sprach von dem Mondsichel und sagte, wenn ihr sie seht, also wenn ihr die Mondsichel seht oder anders, wenn ihr ihn seht, der Mond, dann fastet ihr, dann fastet. Und wenn ihr ihn nicht seht, dann brecht. Wenn ihr ihn seht, قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين. Wenn ihr ihn seht, zum Beginn von Ramadan, also am Ende von Schaban, dann fastet. Und wenn ihr ihn wieder seht, also am Ende von Ramadan, dann brecht euren Fasten. Und wenn ihr wenn die Sichtung nicht möglich ist, dann vollendet 30 Tage. Prinzip ist, dass die Sichtung ist ausschlaggebend für uns. Ein anderer Hadith, in dem Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam klar macht, die Bedeutung und betont den Wert von Ramadan, indem er uns sowohl der Monat von Ramadan als auch der Monat von Dhul-Hijjah, in dem auch die Hajj stattfindet, zwei Monate, in jedem Monat findet eine Säule von Islam statt. Im Ramadan findet das Fasten statt und in Dhul-Hijjah findet die Hajj, die Pilgerfahrt statt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Shahra Eid la yanqusani Ramadan wa Dhul-Hijjah. Der Gesandte Allah segne ihm und schenke ihm Frieden, sagte, es gibt zwei Monate, die nie beide unvollständig sind. Also zwei Monate, die nie unvollständig sind, eigentlich. Ramadan und Dhul-Hijjah. Es sind Ramadan und Dhul-Hijjah. In die Erklärung von Sahih Muslim, von Imam Nawawi, heißt es, dass diese zwei Monate, sowohl Ramadan als auch Dhul-Hijjah,
auch wenn sie Erklärung dafür, dass sie immer vollständig sind, weil der Monat ist normalerweise 29 Tage oder 30 Tage. Und da ist betont, dass ob der Monat 29 oder 30 Tage, sind sie in die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, in die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, in die Geschenke vollständig. Sie sind, ob, auch wenn der Monat 29 sind, werden, ist die Belohnung so wie für 30 Tage und es sind die Gaben, die da drin gesteckt sind, für 30 Tage. Und genauso gilt es für Dhul-Hijjah. In einer anderen Erklärung heißt es, dass sowohl Dhul-Hijjah als Ramadan beide gleichwert, da eben sie beschäftigt sind mit Gottesdiensten, die besonders wertvoll sind. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt uns einen Tipp, noch im Ramadan noch mehr Belohnung zu sammeln, indem er uns ratet, Sahur zu nehmen. Tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Allahs Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, nehmt den Suhur, also die Speise vor Fajr, nehmt ihr euch etwas, sagt es euch allen, was Suhur, oder gibt es jemanden, der Suhur nicht kennt? Suhur ist das, was man zu sich nimmt, also isst oder trinkt vor Fajr, bevor das Fasten einbricht und beginnt, dass wir den nächsten Tag fasten. Rasulullah sagt, nehmt den Sahur, denn in Sahur ist Baraka, ist Segen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt Segen in Sahur. Wer Sahur nimmt, ist Segen für ihn. Und in einem Hadith, das gleich danach kommt, sagt Zayd bin Thabit radiallahu anhu, تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. Also Zayd bin Thabit radiallahu anhu sagte, wir haben Sahur genommen mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mit dem Gesandten Allahs. Allahs segne ihm und schenke ihm Frieden. Und dann sind wir zum Gebet aufgestanden, zum Morgengebet, zum Pflichtgebet. Dann hat der Überlieferer ihn gefragt, wie lang war die Zeitspanne zwischen euren Sahur und das Gebet, er sagte, die Dauer, 50 Verse aus dem Koran zu lesen. Das war die Dauer. Also eine Empfehlung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das Sahur zu verspäten, Sahur zu nehmen und Sahur möglichst zu verspäten unter einer Bedingung, dass man keinen Zweifel hat, dass es wirklich jetzt nicht den Tag begonnen hat. Solange man sicher ist, ich bin jetzt im sicheren Bereich, ich esse und es ist noch nicht Fastenzeit. Die Fastenzeit von dem Tag hat noch nicht begonnen. Wenn man Zweifel hat, dann stoppt man früher. Also solange man soll sein Sahur möglichst verspäten, bis man sicher ist, okay, jetzt es ist jetzt bald. Nur zu Reisenden. Hamza ibn Amr al-Aslami radiallahu anhu sagte, ich sagte zum Gesandten Allahs, O Gesandter Allahs, ich fühle mich stark genug, um auf Reisen zu fasten. Wäre es eine Sünde für mich, der Gesandte Allahs, Allah segne ihm und schenke ihm Frieden, sagte, auf der Reise nicht zu fasten zu müssen, ist das ein Erlaubnis von Allah. Also nicht zu fasten, ist ein Allah erlaubt, es ist ein Erlaubnis von Allah oder eine Erleichterung eigentlich besser übersetzt, ist hier Rukhsa min Allah. Wer davon Gebrauch macht, für den ist es gut. Und wer es vorzieht zu fasten, der lädt keine Schuld auf sich. Ist auch gut. Allerdings sehen wir in einem nächsten Hadith
von Abu Darda radiyallahu anhu, indem er sagt, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri Ramadan fi harrin shadid hatta idha kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abdullah ibn Rawaha. Abu Darda, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, berichtete: Wir reisten mit dem Gesandten Allahs, Allah schenke ihm, segne ihm und schenke ihm Frieden, im Monat Ramadan bei großer Hitze, so dass manche von uns wegen der großen Hitze ihre Hand auf den Kopf legten. Und niemand von uns fastete, außer dem Gesandten Allahs, Allah segne ihm und schenke ihm Frieden, und Abu Rawaha, Abdullah ibn Abi Rawaha. Wird von Imam Nawawi erklärt, das Fasten ist besser als nicht zu fasten, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefastet hat und er war auf Reise und der Tag war heiß. Aber er hat den anderen auch nicht gesagt. Wir finden andere Hadithe, dass die Sahaba einander nicht kritisiert haben, wenn der eine nicht gefastet hat, weil er Reisende ist, oder der andere, der gefastet hat, hat auch. Die haben sich gegenseitig nicht kritisiert. Jeder hat genommen, was für jeden geeignet ist und für jeden passend ist. Ich komme zum letzten. Ich weiß, dass in den letzten 10 Tagen, es ist Sunna, I'tikaf zu machen. I'tikaf, das heißt sich zurückziehen. Eigentlich Ramadan ist der Monat, in dem man überhaupt sowieso sich zurückziehen soll, bis sie langsam halt so sich Zeit für sich reservieren soll und sich für sich nehmen soll, dass man sich mit Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt, sein Herz mit Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt und wie gesagt von den Gaben möglichst im Vorrat nehmen. Weil wenn man immer in Beschäftigung mit anderen und immer in Gesellschaften und so weiter und lasst sich keine Zeit für sich, dann hat man nicht die Zeit, dass man pflückt und weidet auf dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns anbietet. Und deswegen es ist es empfehlenswert, im Ramadan sich Zeit zu nehmen, auch für sich. Und ist gut, es gibt Tarawih, es gibt solche Unterkünfte und so weiter, aber nicht die ganze Zeit, nur in Action und nur gemeinsam Iftar machen und alles Mögliche. Und man hat nicht für sich eine Ruhe, dass man zu einer Ruhe kommt, mehr zu bekommen. Allerdings, die letzten 10 Tage sind noch, wie gesagt, noch besonders. In den letzten 10 Tagen hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam es gepflegt, diesen 10 Tage besonders zu erleben. Wir lesen hier von Sayyida Aisha radiallahu anha, sagte, der Prophet, Allah segne ihm und schenke ihm Frieden, pflegte sich in den letzten 10 Tagen des Ramadans zu Gottesdienst für Ibadah zurückzuziehen. Er pflegte sich zurückzuziehen, er pflegte es, I'tikaf zu machen in diesem Monat, bis Allah, der Erhabene, ihn zu sich geholt hat. Nach ihm pflegten sich seine Frauen zum I'tikaf, sich zurückzuziehen. Also nachdem er gestorben ist, haben seine Frauen diese Sunna weiter gepflegt. Und diese Sunna ist noch immer vorhanden, ist noch immer belebt. Natürlich, leider geht sie nicht so geht immer wieder irgendwie zurück, wird nicht so auf beste Art und Weise gepflegt, aber trotzdem, es sind einige, die darauf achten, dass in den letzten 10 Tagen I'tikaf gemacht wird und dass man von diesen letzten 10 Tagen besonders sich anstrengt. Da sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beziehungsweise seine Frau Sayyida Aisha überliefert, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
Der Gesandte Allahs, Allah segne ihm und schenke ihm Frieden, pflegte es, wenn die letzten 10 Tage von Ramadan kamen, die Nacht im Gebet durchzuwachen, also die Nacht durchzubeleben im Gebet, seine Familie aufzuwecken und sich auf dem Gottesdienst, auf Ibadah, zu befleißigen, also sich mehr anzustrengen. Und er zog sein unteres Wickeltuch fest an. Also sozusagen, er hat keine Schlafkleidung dann genommen. Er war im Zustand von jemand, der hart arbeitet, von harter Arbeit, hart arbeiten in den letzten 10 Tagen, Tage und Nächte. Er hat die Nächte dann nicht mehr geschlafen und nicht nur für sich, sondern hat er seine Familie aufgeweckt und aufgefordert, diese aufzuwachen und diese Zeit auszunutzen. Sowohl seine Frauen als auch seine Kinder. Ich lese den letzten Hadith und damit mache ich Schluss. Und es geht da um Laylat al-Qadr, die nach einer starken Meinung soll sich befinden in den letzten 10 Nächten. Und insbesondere in den letzten ungerade 10 Nächten ist sie zu suchen oder anzustreben. Allerdings gibt es die Meinung, dass sie sein kann die erste Nacht im Ramadan oder verstreut irgendwie, bewegt sich. Sie bewegt sich, sie ist beweglich, sie ist nicht jedes Jahr in die gleiche Nacht, aber es kann sein, dass sie am Anfang von Ramadan ist. Ist denn Allah subhanahu wa ta'ala hat sie Geheimnis lassen, damit seine Diener sich eifern und seine Diener fleißig sind, sich anstrengen, seine Nähe anzustreben. Ist das nicht süß? Allah subhanahu wa ta'ala wünscht sich, dass du seine Nähe anstrebst. Und lass das für dich als Geheimnis, auf das, dass du klug bist und sagst, okay, Allah, ich will die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala und ich will diese Nacht mal erleben und ich streng mich an. Es macht Allah Freude. Deine Nähe macht Allah subhanahu wa ta'ala Freude. Subhanallah. Wie Allah uns verwöhnt. Alhamdulillah. Es geht um den letzten Hadith um Laylat al-Qadr. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iltamisuha fil ashr al-awakhir ya'ni Laylat al-Qadr fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala as-sab' al-bawaqi. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihm und schenke ihm Frieden, sagte: Erwartet sie, er meinte Laylat al-Qadr, in den letzten 10 Nächte, in den letzten 10 Tage und Nächte von Ramadan. Und wenn jemand von euch zu schwach ist oder nicht es schafft, also die letzten 10 Tage, soll er sich die restlichen 7 Tage nicht entgehen lassen. Also wenn man nicht schafft, die letzten 10 Tage und Nächte Laylat al-Qadr, sich zu eifern, Laylat al-Qadr zu erleben, Laylat al-Qadr zu erkennen, soll man sich niemals entgehen lassen, die letzten 7 Tage und Nächte. Das ist ein Rat von deinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ein Rat von deinem Geliebten, sallallahu alaihi wasallam. Sagt er, lass es dir nicht entgehen. Lass es dir nicht entgehen, die letzten 7 Tage zu eifern, fleißig zu sein, hart zu arbeiten, auf das, dass Allah dir zeigt, Laylat al-Qadr. Auf das, dass Allah, wenn er die Hülle zieht, dass er deine Augen, die Hülle auch von deinen Augen zieht, von deinem Herzen zieht und dir was zeigt. Man saama Ramadan wa sitt ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. Jetzt ist wirklich das letzte Hadith. Wieder ein Rat von Rasulullah صلى الله عليه وسلم, in dem er sagt, wer Ramadan fastet und das
Und dazu, noch dazu folgt 6 Tage von Shawwal, dann gilt das für ihn, so wie wenn er das oder sie das ganze Leben durch gefastet hätte. Fastet ihr Ramadan, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Ramadan fasten, imanen wa ihtisaben, auf beste Art und Weise, dass Allah das annimmt, dass Allah uns näher bringt, dass Allah uns beschenkt, wie er uns schon gewöhnt hat, immer zu beschenken, mit Großzügigkeit zu behandeln, auch im Ramadan noch mehr und mehr geben, inshallah. Und nach Ramadan fastet ihr 6 Tage, sagt uns euch, euren Geliebten, sallallahu alaihi wasallam. Wer von euch, wer 6 Tage im Shawwal fastet, gelten die 6 Tage im Shawwal, sind so viel wert, so wie die Tage im Ramadan. Ein Tag gilt als, wird in Belohnung berechnet als 10 Tage. Sind 30 Tage, ob 30 oder 29, ist Ramadan ein Monat, das immer vollkommen ist. Das heißt, 300 Tage sind garantiert, auch wenn Ramadan 29 Tage ist. Sind garantiert bei Allah subhanahu wa ta'ala gespeichert, 300 Tage im Jahr sind gefastet, bleiben für uns noch 60 Tage. Wer noch die 60 Tage dazu zur Rechnung bringen will, soll 6 Tage im Shawwal, ist auch ein Tag, ist 10 Tage wert und somit hat man das ganze Jahr gefastet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch und uns allen Segen, Erfolg schenken, dass wir zu dem Besonderen gehören, dass wir fasten, das Fasten der Besonderen und dass wir inshallah Laylatul Qadr erleben, dass wir Taufiq und Segen und Erfolg haben, die 6 Tage von Shawwal zu fasten, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei sich uns rechnet, dass wir das ganze Leben gefastet hätten. Amin, amin, amin. Vielen Dank. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.